Album, das ich mir für diese Reihe ausgesucht habe, ist My Life in the Bush of Ghosts von Brian Eno und David Byrne. Das Album ist 1981 erschienen. Brian Eno, der seinen Aufstieg bei der Glam-Gruppe Roxy Music begonnen hatte, hatte in den 70ern einen beeindruckenden Ruf als Soundtüftler und künstlerischer Visionär aufgebaut. David Byrne ist den meisten vermutlich als der Chef und Sänger der Talking Heads bekannt. Eno hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Alben der Talking Heads produziert, namentlich More Songs About Buildings and Food, Fear of Music and Remain in the Light in 1980. My Life in the Bush of Ghosts ist eine natürliche Fortsetzung dieser Zusammenarbeit. Was hierbei herauskam, ist ein Album, das so ambivalent ist wie kaum ein anderes. Denn auf der einen Seite ist es perfekt in der Zeit angesiedelt, in der es herauskam. Es ist ein experimentelles Post-Punk-Album mit funkigen und geradezu poppigen Elementen. Doch auf der anderen Seite weigert sich dieses Album zu altern. Ein Gefühl von Retro mag hier nicht aufkommen. Es klingt teilweise mehr nach den 90ern als nach 1981. Man stelle sich ein Dreieck vor, dessen Ecken aus The Police, The Art of Noise und Talking Heads bestehen. Dieses Album ist klangmäßig genau in der Mitte dieses Dreiecks. Eno und Byrne strecken hier vollständig ihre musikalischen Schwingen aus. Der Sound beinhaltet Elemente, die man in den späteren Jahren als World Music bezeichnen wird. Der Einfluss ist hier deutlich nordafrikanisch. Frische, unverbrauchte Synth-Sounds vermengen sich mit Funk-Akkorden. Sprachsamples überlagern sich mit wirklich seltsamen Percussions. Viele der Rhythmen wurden mit Hilfe sogenannter Found Objects erschaffen. Das ist Arthouse-Lingo für Löffeln, Gabeln, Töpfe und Pfannen. Doch trotz der vielseitigen Experimente klingt das Album erstaunlich kohärent, wie aus einem Guss. Eine weitere Qualität dieses Werkes liegt in einer gewissen Vielschichtigkeit. Das ist eines dieser Alben, die man sich 10-mal, 20-mal, 50-mal anhören kann und findet darin immer noch etwas Neues. Nur darf man hier keine Songs erwarten, also Lieder. Die Tracks sind keine Lieder, es gibt auch keine Refrain-Strukturen, keine Sänger. Die Vokale sind komplett gesampelt und zwar auf eine sehr, sehr aufwendige Art und Weise. Aber eine Schallplatte zum Mitsingen ist es eindeutig nicht. Das Sampling, das dieses Album sehr stark mitprägt, darf man sich nun nicht so wie heute vorstellen. Also eine Datenbank mit Samples und eine Musiksoftware dazu. Es ist auch nicht die Art von Sampling, wie es Ende 80er salonfähig wurde, mittels eines Samplers wie AKE 10.000, gekoppelt mit einem Keyboard, sodass man die einzelnen Samples über eine Tastatur einspielt. Nein, das hier ist noch die prädigitale Zeit. Samples, falls man sie damals überhaupt so nannte, waren auf Tonbändern. Man musste also die Sequenz in einem Tonbandgerät einstellen, sodass das Stück Magnetband genau an der richtigen Stelle vor dem Magnetkopf war. Und dann ließ man die bereits aufgenommene Musik laufen und als wäre das Tonbandgerät ein Instrument für sich, musste man an der richtigen Stelle auf Play drücken und hoffen, dass es klappt. Und wollte man ganze Loops einzelner Samples machen, musste man von einem Master unzählige Kopien auf ein anderes Band ziehen. Und diese Kopien wurden dann genau markiert, ausgeschnitten und dann aneinander geklebt. So ein Loop konnte dann 6 Meter lang sein und musste über Mikrofonständer im ganzen Studio gespannt werden, während dieser Kreis an einer Stelle durch das Lesewerk eines Tonbandgeräts lief und immer dieselben vorher geklebten Passagen abspielte. Das war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt revolutionär, da solche Experimente schon in den 50er Jahren ausprobiert worden sind. Eno und Byrne haben bei diesem Projekt alles Mögliche experimentiert und ausprobiert. Eno hat sogar Münzen in das Klavier geworfen und sie haben dann den Klang des Klaviers aufgenommen, das nun ganz, ganz seltsam klang, da im Korpus diese Münzen auf den Seiten lagen und vibrierten. Mea Culpa, Regiment und The Jezebel Spirit sind sicherlich die auffälligsten Tracks auf My Life. The Jezebel Spirit zog eine gewisse Kontroverse nach sich, da Eno und Byrne hier die Audioaufnahme eines echten Exorzismus versampelten und als die führenden Vocals konstruierten. All das inmitten von treibenden Afrobeats. Die ersten beiden Tracks, America Waiting und Mea Culpa, benutzte Oliver Stone übrigens in seinem Film Wall Street aus dem Jahr 1987. Sie passen sehr gut zu der beunruhigenden Hektik der Aktientrader und der 80er Jahre Yuppies. Bei seinem Erscheinen wurde das Album nicht gerade gefeiert. Die Kritiken rangierten da auch mal gerne zwischen verhalten und schlecht. Doch nur wenige Monate später haben die Kritiker auch über Blade Runner geschimpft und wer hat da wohl recht behalten? So verwundert es nicht, dass im Verlauf der kommenden Jahre und Jahrzehnte My Life in the Bush of Ghosts zunehmend Zuspruch erfahren hat.
Heute gilt es als exakt jenes Meisterwerk, das es auch ist. Ein ganz hoher Kultfaktor. Nun, das hier ist nicht die CD, die man reinwerfen sollte, um mal etwas Chilliges im Hintergrund zu hören. Dafür ist es zu aufrüttelnd. Es verlangt aktives Hören. Bewusst Musik hören soll eine aussterbende Kunst sein, meinen zumindest manche. Gibt es hier auch Kritikpunkte? In der Tat neigt ein oder zwei Tracks dazu, etwas nervig, etwas arg schrill zu sein, aber dieser Makel hält sich sehr in Grenzen und ist vermutlich auch sehr im Auge des Betrachters, na eher im Ohr des Zuhörers. Doch eins tut diese ganze Platte ganz sicher nicht, sie klingt nicht alltäglich. Wenn du also ein Album suchst, das du erkunden kannst, ein Album, das extrem cool klingt und ein Album, das dich smart, kultiviert und anspruchsvoll erscheinen lässt, dann ist das genau die richtige Scheibe und ich kann es dir nur ans Herz legen. Falls du dir die remasterte CD von 2006 kaufst, erkennbar an diesem Außenschuber, kommt die CD mit einem sehr umfangreichen Booklet, mit vielen Fotos und einem kleinen Essay von David Byrne über die Entstehung des Albums. Gerade für Fans der Post-Punk-Ära sicherlich reizvoll. Tja, und meine Bewertung? Ich vergebe hier 4 von 5 Sternen. Brian Eno, David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts aus dem Jahr 1981.